Hallo bei Mama Lenchen. Ich zeige euch heute ein ganz klassisches Rezept für eine Sonnenmilch. Das haben sich ja einige von euch gewünscht und natürlich zeige ich euch das sehr gerne, was mein Lieblingsrezept ist. Und bei uns benutzt es jetzt die ganze Familie. Es ist also auch für Kinder und Babys geeignet. Es hat jetzt Lichtschutzfaktor 50, also ziemlich hoch. Ihr könnt es natürlich dosieren, ganz wie ihr möchtet. Ich schreibe euch dann dazu, was ihr dafür Prozentangaben für das Sonnenschutzmittel braucht. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr dafür braucht. Ihr braucht 16 Gramm Sophie Super, 12 Gramm Aprikosenkernöl, 6 Gramm Jojobaöl, 6 Gramm Ingwersan, 6 Gramm Kupferzuckerbutter, 4 Gramm Squalan, 200 ml destilliertes Wasser oder ein Hydrolat. Ich habe jetzt destilliertes Wasser genommen. Und natürlich ein ätherisches Öl oder ein Parfümöl, wenn ihr das möchtet. Wir machen jetzt nichts anderes, als wie man eine Gesichtscreme oder eine Bodylotion herstellt. Das heißt, wir brauchen einen Topf, den füllen wir ca. 2 cm hoch mit Wasser, stellen den Herd auf mittlere Stufe und lassen das Wasser sieden, aber nicht kochen. Und dann brauchen wir zwei Messbecher. In den einen Messbecher geben wir das Hydrolat bzw. das destillierte Wasser. In den anderen Messbecher geben wir die beiden Öle, das Squalan, der Kupferzuckerbutter und das Emulsan. Stellen beides in das Wasserbad und lassen es so lange sieden, bis die Kupferzuckerbutter und das Emulsan geschmolzen sind. Und dann, ganz wichtig, geben wir das Hydrolat bzw. das destillierte Wasser zum anderen Messbecher mit den Ölen und Fetten dazu und mixen das mit dem Mixer circa für 3 bis 4 Minuten. Jetzt haben wir unsere Bodylotion bzw. Sonnenmilch fertig und geben das Sophie Super dazu und rühren das einfach unter. Es sollte also jetzt nicht ganz kalt sein, sondern einfach noch so lauwarm. Und ihr könnt jetzt an der Stelle auch ein Parfümöl dazugeben oder ein ätherisches Öl. Beim ätherischen Öl müsst ihr nur aufpassen, dass es auch kindgerecht ist, falls ihr es fürs Kind verwendet und dass es nicht sonnenempfindlich ist. So, ich habe das Sophie jetzt untergemixt mit dem Handmixer und auch schon ein bisschen kühl gestellt. Und man sieht die Konsistenz, sie ist sehr flüssig, also eigentlich so wie andere Sonnenmilch auch. Möchtet ihr es doch fester haben, dann könnt ihr einfach mehr Emulsan benutzen oder weniger Wasser nehmen. Ich werde es mir jetzt abfüllen in eine Pumpsprayflasche, weil das funktioniert ganz super so, auch mit der Konsistenz, und gebe es dann wieder in den Kühlschrank. Und schon ist eure eigene persönliche Sonnenmilch fertig. Es ging, glaube ich, wirklich ganz schnell und einfach. Und ihr wisst, was drin ist. Ihr könnt den Sonnenschutzfaktor erhöhen oder niedriger halten, ganz wie ihr möchtet. Und am besten, ihr lagert das im Kühlschrank, weil es einfach schön dunkel und kühl ist. Wenn ihr das nicht könnt, gerade mit Kind, ich weiß, dann ist man unterwegs und so weiter, dann gebt einfach ein Konservierungsmittel dazu. Und Anwendung ist ganz normal, wie andere Sonnenmilch auch. Einfach auftragen, kurz einwirken lassen, bevor ihr dann in die Sonne geht. Und die Haltbarkeit sind mehrere Wochen. Ihr müsst einfach schauen, wenn ihr jetzt ein Leitungswasser hernehmen würdet, statt destilliertes Wasser, wäre es natürlich eingeschränkt, aber so ist es mehrere Wochen haltbar. Auch ohne Konservierungsmittel. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wenn ihr Fragen habt, bitte immer schreibt mir, ganz egal wo, kommentiert, liked das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald, eure Lena.